So, hallihallo ihr Lieben, wir sind hier in World of Warcraft, Dragonflight Version ist die 10.0.7 und wir sind über den Dungeon Finder in die Wrath of the Lich King Instanz, die Violette Festung, gekommen. Die Violette Festung gab es ja zweimal, einmal hier in der Variante in Wrath of the Lich King und dann nochmal in der Variante, glaube ich, Legion. Gucken, ob beim Abenteuerführer das Ganze sich angucken kann. Ich glaube, es war nochmal in Legion. Genau, Sturm auf die Violette Festung. So, weil beides die Hauptstadt Dalaran war. Violette Festung, eigentlich eine relativ coole Instanz. Man kam in Wrath of the Lich King direkt hin, wenn man in Dalaran war, konnte direkt die Instanz betreten. So ein bisschen wie Ragefire oder das Verlies in den Classic-Zeiten. Konnte dadurch, hatte also keine langen Wege, konnte dadurch dann auch ganz gut hier drin leveln. War aber natürlich, ja, viele sagen, Violette Festung. Viele waren dann halt von diesen Portalen nicht so wirklich überzeugt und waren da so ein bisschen, ja, geplagt, weil man vorher diese Portale und öffnet sich nach Zeit und dann kommen immer mal zwischendurch Bosse, kannte man aus BC, Höhlen der Zeit, aus dem schwarzen Morast und war dann nicht jedermanns Liebling. Ich kann nur sagen, ich habe mich immer mega gefreut, Violette Festung zu machen. Sie war aus meiner Sicht immer sehr, sehr angenehm, sehr, sehr leicht, ging schnell von der Hand. Keine langen Wege. Wir gucken jetzt hier, wir haben 4 von 18 Wellen, ne? Also man braucht dann insgesamt 18 Wellen. Ja, macht man locker flockig weg und auch im Dungeon Finder geht es jetzt super schnell. Wir hatten sowohl jetzt hier im Dungeon Finder als auch im Wrath of the Lich King, als auch im Wrath of the Lich King Classic, also egal welche Variante man da jetzt nehmen will, nie ein großes Problem. Die Heroik-Variante, klar, da kann man immer drüber streiten. Da wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber die normale Instanz, null Problem. Einfach Mobs vernünftig wegkloppen. Mobs müssen getankt werden, klar. Heiler muss heilen. Damage-Dealer müssen Damage machen. Da muss man aber fragen, in welcher Instanz ist das nicht? Und da man es ja in jeder Instanz irgendwie hat, wo man das machen muss, da. Jetzt haben wir hier gesehen, dann kommt da mal so ein Abgesandter. Und dann befreit er immer einen dieser Gefängnisse, also einen dieser, ja, Bosse, die zwischendurch kommen aus so einem Gefängnis. Jetzt kommt hier der Erik. Und der macht halt, wie wir hier sehen, Blitzschlag. Also man müsste hier dann vielleicht, wenn man alle zeigen will, 30 Mal rein, damit mal alle Portale hier geöffnet wurden. Das machen wir jetzt hier nicht. Wir machen natürlich hier mal so einen Einblick in die Instanz, damit man gesehen hat, was passiert hier. Was machen wir hier? Wie gesagt, die 18 Wellen, es sind noch 12 Wellen übrig, jetzt haben wir 7 von 18. Wo jetzt hier weitergeht, also ist nicht wirklich schwierig, geht schön von der Hand. Für Kirschner natürlich so ein bisschen das Paradies, weil diese ganzen Drachen kann man immer Kirschnern. Auch hier würde ich empfehlen, entsprechend den Beruf Kirschnerei zu haben. Auch egal in welcher Variante, ne? Ob das jetzt hier in Retail ist oder ob es in Wrath of the Lich King war oder beziehungsweise jetzt auch noch ist, würde ich immer sagen, nehmt das mit. Man muss natürlich schon argumentieren und da kann ich natürlich sagen, okay, das kann ich verstehen. Es ist irgendwann
zu viel Leder irgendwie drin im gesamten Spiel. Das hat man aber allgemein, egal wo, und der Bedarf ist dann irgendwann gedeckt. Daher, ja, was will man jetzt da entsprechend groß machen, ne? Also dagegen kann man nichts machen. Hier sehen wir ja auch, die Drachenschuppen sind ein Gold noch was wert. Und das Leder 3 Gold noch was. Also sind jetzt hier keine pro Leder 50 Gold oder so, ja, wo man sagen muss, oh, warum, da muss ich ja unbedingt rein, damit mache ich mich reich. Das ist eine neue Farmmethode, die uns hier ein Goldgoblin oder Exitus oder diverseste andere, die irgendwelche Farmvarianten bereitstellen, jetzt zeigen kann. Nein, ist es nicht. Aber zum guten Nebenverdienst hinzufügen, einfach mitnehmen. Machst du eine Instanz, machst du ein bisschen eine Lederfarm, kommst du dann vielleicht auf 100 Gold extra. Aber ja, sind 100 Gold. Und Kleinvieh macht dann auch Mist. Und das stört doch jetzt hier nicht. Also, weiß ich nicht. Da wird hier der nächste geöffnet, Suramat. Ich würde es immer mitnehmen. Aber muss jeder natürlich für sich selber wissen. Da will ich keinem was vorschreiben. Ja, falls wir nochmal hier gucken wollen, Violette, also Dalaran ist hier und die violette Festung ist hier. Ja, also da ist jetzt hier wirklich nicht der ewige Weg. So, was haben wir jetzt hier Schönes bekommen? Wir haben einen Kopf bekommen, Helm der düsteren Visionen. So, die hatten wir auch noch nicht. So, jetzt sind wir schon 13 von 18. Wie wir hier natürlich sehen, ich sag mal XP, jetzt sind wir bei 114%, ein paar Mobs kommen natürlich noch, wir hatten 150%, aber wenn man es so mit manch anderer Instanz vergleicht, muss ich auch sagen, ist das hier nicht weniger als woanders, ne? Also klar, gibt auch Instanzen, die sind länger, sind mehr Trash Mobs drin, klar, verbraucht man dann einfach mehr XP Bonus, ja, aber hier sind dann auch nach der Instanz wahrscheinlich 50% weggespielt, was dann auch okay ist. Und wie gesagt, dafür hatte man keinen Stress bei Bossen, keinen Nerv, die Encounter zu machen. Und konnte sie einfach locker wegmachen. Und halt noch das Lederfarm, ne? Dann haben wir da jetzt 26. Wenn wir jetzt hier rechnen, 26 mal 3. Ja, kommen wir ja schon fast auf 100 Gold. Ja, ne, kriegen wir auch wie ein Gold ungefähr. Klar müssen wir es auch loswerden, aber gerade in Retail ist es jetzt, wo die ganzen Server bezüglich Handwerkswaren zusammengelegt wurden, noch ein bisschen leichter, das ganze Zeug wegzukriegen. So. Jetzt ist hier oben der Endboss. Blauer Drachenschwarm.
Vielleicht muss man doch. Wir werden dies hier und jetzt beenden, Helden der Kirin-Tor. 15 Leute. Ich weiß nicht, was das macht, aber danke, danke. Und. Vielen lieben Dank. Da ist es dann tatsächlich so, Zia Nigosa macht dann halt so ein paar Fähigkeiten, hier sollte man zwingend rausgehen. Ist aber wie gesagt, also gerade im Dungeon Finder, der Boss liegt schneller als man gucken kann. So. Und damit ist der Boss dann auch erledigt. Wir können hier direkt vorne wieder die... Quests abgeben. Ehre dem König, Freund. Seid vorsichtig. So, haben jetzt hier noch eine Hose bekommen. Und das war's mit der Instanz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne Like und Abo da. Schaltet auch gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Ist verlinkt hier im YouTube-Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.